Der Harzmops Sigmar Gabriel, wenn der Sozi zweimal klingelt, nur um den Wähler mit den wildesten Methoden ein Kreuz aus den Rippen zu leiern. Pausieren Sie jetzt. Wir wollen uns das Ganze vorstellen, wie schrecklich das wirklich ist, wie schrecklich das noch alles wird, wenn nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch alle anderen Leute ständig vorbeikommen. Alexis, du bist der verstörte, gestörte zu Hause. Du wirst ständig gestört von den politischen Hausierern, die hier um mich herum sitzen. Ja. Das ist euer Set. Zwei Türen. Ja. Schallschutz. Ja, Schallschutz. Guten Tag. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin von der SPD und ich bewerbe mich um Ihre Stimme. Setzen Sie sich mal hin. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sagen Sie, haben Sie keinen Wein über 15 Euro? Dann bin ich wieder weg, junger Mann. Ja, danke. Ja. Hallo, Sie haben die Pizza bestellt? Ja, habe ich. Stellen Sie bitte da ab. Ja, ich muss Ihnen leider was beichten. Schauen Sie mal, die ist unten schon ein bisschen schwarz-gelb. Also beim nächsten Mal würde ich lieber rot-grün nehmen. Danke. Geht aufs sehr. Haus. Das mache ich. Danke. Tschüss. Sehr. Ja? Scott, darf ich kurz reinkommen? Eigentlich nicht, aber wo Sie schon da sind, bitte sehr, ja. Ja, ich hätte eine Frage. Stehen Sie gerne morgens auf und sind fit? Hä? Stehen Sie gerne morgens auf und sind fit? Ja, natürlich. Mein Name ist Seitenbacher. Wenn Sie aus! Das ist öffentlich-rechtlich. Es gibt natürlich auch noch andere Müslis. Also, raus jetzt! Ja! Hallo. Oh, hallo. Bitte kommen Sie rein. Ich bin gestern über Ihnen eingezogen. Vielleicht erkennen Sie meinen Akzent. Sie. So, und damit haben Sie bereits eine Erststimme für die SPD abgegeben. Was? Ja. Hier, mit Ihrer DNA. Das müssen wir doch rückgängig machen können. Oh ja, machen Sie rückgängig weiter. Wer mehr? Vielleicht später. Ja, stimmt. Ich komme nachher nochmal zu Ihnen hoch, ja? Vielen Dank, 2A. Ja, hereinspaziert. Also, ich wollte mal vorschlagen, nicht? Also, wenn Sie eine wirklich geile Partei brauchen, nicht? Ich habe da mal eine gekannt, wählen Sie die besser nicht, nicht? Alles klar. Danke sehr. Unser Lieblings-SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat auch in dieser Woche wieder was ganz, ganz Tolles, aber auch extrem Wichtiges gesagt, nämlich, wenn es jemanden gibt, der verantwortlich zu machen ist für Fehler, bin ich es selbst. Respekt, denn nicht jeder sagt sowas und nicht jeder feuert anschließend gleich seinen Pressesprecher. Man kann Peer Steinbrück vieles vorwerfen, aber bestimmt nicht Konsequenz, meine Damen und Herren. Was hat sein armer Pressesprecher, was hat der arme Herr Donnermeier eigentlich verbrochen, dass er einfach so rausgeflogen ist? Der Hintergrund der Geschichte war offenbar ein gemeinsames Bad, womöglich ein Badeunfall. Wir wissen es nicht ganz genau, es sind alles nur Spekulationen. Aber wir können es jetzt aufklären. Es wird, meine Damen und Herren, Loriotesk. Ihr seid Norbert Peer Steinbrück und natürlich Herr Donnermeier. Okay. Alexis. Ich bin Herr Donnermeier. Du bist Herr Donnermeier, du bist der geschasste Pressesprecher. Hier ist euer Set Badetag für euch beide. Die sitzen aber enger auf den Ohren. Herr Steinbrück, geben Sie mir bitte noch eine Chance.
Herr Donnermeier, Sie sind draußen. Aber ich bin doch noch in der Wanne. Eben, deswegen sage ich ja, raus aus der Wanne. Aber hören Sie, Sie haben mich doch in diese Wanne hereingeholt. Das war ein Irrtum. Ich hätte Sie besser auf die Drohne geschnallt und Sie wären weggeflogen. Herr Steinbrück, Sie sind gemein. Das sehe ich anders. Sie können mich doch nicht einfach rauswerfen, wie Sie das Wasser ablassen. Selbstverständlich kann ich das. Und hören Sie auf, an meinem Entchen herumzufummeln. Und wenn ich ehrlich sein darf, wenn es einen Fehler gibt, dann ist das meiner. Das ist nämlich gar kein Entchen. Ach so, ich dachte, es wäre Ihr Stöpsel. Der Stöpsel von Ihrer Wanne. Nein, der ist es nicht. Ich ziehe jetzt diesen Stöpsel. Dann saufe ich ja mit ab. Das werden Sie schön sein lassen. Sie werden gemeinsam mit mir untergehen. Das sage ich Ihnen, Herr Steinbrück. Dagegen protestiere ich. Setze sich wieder hin. Sie sind ein gemeines Luder. Wer soll Ihnen denn dann in Zukunft den Rücken... Wer soll Ihnen den Rücken frei halten? Ich habe doch die ganze Drecksarbeit für Sie gemacht. Ohne mich wären Ihnen die ganzen schönen Formulierungen der letzten Wochen nie eingefallen. Es gibt noch einen, der es noch schlechter kann als Sie. Was denn? Wen denn? Ich habe ihn irgendwo am Grund einer Badewanne gefunden. Dann war das gar nicht der Stöpsel. Nein, das war nicht der Stöpsel. Das ist mein neuer Pressesprecher. Sag, Klein mein Name von der Bild-Zeitung. Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Kaum hat der FC Bayern München mal ein kleines bisschen Erfolg, da kommen auch schon die Neider aus allen Ecken und machen Vorwürfe. Franz Beckenbauer führt ungeschützt ein, Uli Hoeneß unerlaubt aus und dann Karl-Heinz Rummenigge wieder illegal ein. Karl-Heinz Rummenigge hat Rolex-Uhren aus Katar mitgebracht. Was ist daran bitte schön das Schlimme? Wer soll sich darüber aufregen? Die kriegt man an jeder Ecke hinterhergeworfen, diese Rolex-Uhren. Und er hat halt einfach vergessen, es zu verzollen. Und es braucht schon wirklich kleinkarierte Zöllner, um da eine Szene draus zu machen. Der Präsident der erfolgreichsten Fußballmannschaft Europas, Karl-Heinz Rummenigge, kommt zurück an den Franz-Josef-Strauß in europäischen Flughafen, meine Damen und Herren. Und wird dann von kleinkarierten Zöllnern aufgehalten. Das Ganze werden wir jetzt nachspielen. Wir brauchen zwei Zöllner und das sind jetzt in dem Fall Ilka und Max. Und Alexis, du musst, weil du dich da, glaube ich, gut einfühlen kannst, was so die großmütige Geste angeht. Bah, Rolex weiß ich ja gar nicht, wo ich die hatte. Uhr, ja? Du spielst Karl-Heinz Rummenigge. Damit das Ganze noch dramatischer wird, der Zoll trifft auf den Zollpreller Karl-Heinz Rummenigge, machen wir das Ganze im Liegen. Hier ist euer Set. So weitergehen. Ich habe gar nichts dabei. Grüner Durchgang? Ja, grüner Durchgang. Dann kommen Sie mal. Ja. Kommen Sie mal hier durch. Ja, ja. Das werden wir ja sehen, gell? Das werden wir... Moment. Moment. Was haben Sie denn da? Augenblick. Das Gerät hat gerade nicht funktioniert. Ja. Sie müssten gerade noch mal gehen durch. Gehen Sie mal wieder durch. Warten Sie. Hören Sie, ich spring gleich vor Wut herum. Moment mal. Herr Kollege, ja. Ist es ja ein Mann, lassen Sie ihn mich mal abtasten, ja? Lassen Sie mich mal vorbei. Sie vorbei, so. So. Oh. Oh, habe so. Ich Ihnen schon mal gesagt, dass ich sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeite? Ja, ich finde es auch ein Vergnügen. Ein großes Vergnügen. Kommen Sie. Oh, ja. So. So. Machen Sie bitte einmal die Beine breit. Ja. Hören Sie mal, warten Sie, das mache ich im Kopfstand, dann ist es leichter für Sie, ranzukommen. So. Ja, so. Super. Besser? Sehr gut. Ja. So, geben Sie. Alles gut? Sehr gut, ja. So, was ist denn das hier? Einmal bitte die Schuhe ausziehen. Das wollen Sie nicht im Ernst, die Uhren sind auch gar nicht da. Oh. Uhren? Habe ich da Uhren gehört? Hurra! Hurra! Jetzt hebt man nicht gleich ab.
Ja, hören Sie, das war ein Geschenk. Hat gar nichts zu bedeuten. Habe ich von einem Kiosk geschenkt bekommen in Katar. Sie da sind kann eine... ich Fuchs Teufelswild werden. Das darf ich Ihnen. Ja, Entschuldigung, ich bin wieder, runter, es ist wieder mit mir durchgegangen. Ich komme, hilf dir runter. Ja, sicher, ja, so. Oh, ja. Oh, komm, nein, gehen Sie mal vor. Ich falle. Oh. Überlegen wir das nochmal mit den Ohren. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Achtung, ist das ein Gold in Ihrer Hose? Nein, Sie nicht unbeaufsichtigt. Schau, das ist der Koffer mit dem Sprengstoff. So, da sehen Sie es. Oh, verdammt, das merken die garantiert nicht. Wir haben uns in der Zeit vertan, wir haben nur noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Wir sind alle deprimiert. Wir sind randvoll mit nicht weggefasseter Schlacke. Wir sind outgeburnt oder wie immer das Tu-Wort dazu auch geht. Wir sind am Boden. Wir sind in allgemein elender Verfassung. Wirtschaftsaufschwung, Arbeitslosenzahlen, alles völlig egal. Wir sind schlecht drauf. Und damit sind wir auch schon bei der FDP. Der FDP geht es so schlecht, dass Geburtstage nur noch im Ausland gefeiert werden, weil schwermütige Parteifreunde verhindert werden sollen. Es gibt so viele Leute, die kommen in die Parteizentrale, gehen direkt zur Rezeption, gehen zum Hausmeister und holen sich den Schlüssel für den Keller, weil sie da unten ein kleines Lachen wenigstens erwarten, meine Damen und Herren. Das ist psychisch höchst schwierig, das ist eine krankhafte Angelegenheit. Das ist eine Sache, die verlangt nach dem Psychiater. Ein FDP-Politiker liegt auf der Couch. Da würde ich sagen, das ist der Bernhard. Und der Norbert ist natürlich sein Therapeut. Hier ist euer Set, alles wird gut. Sache noch, Bernhard, du befindest dich auf einer Gefühlsachterbahn, die ich dir vorgebe. Das heißt, Bernhards Emotionen werden rauf und runter gehen. Der FDP-Politiker beim Therapeuten. Herein! Herr Doktor. Grüße Sie. Herzlich willkommen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Guten Tag. Schön. Ich bin von der FDP, ich bin einer der Straßenwahlkämpfer. Ich versuche viel zu erreichen, aber irgendwie läuft alles gerade total schlecht. Straßenwahlkampf. Du bist jetzt hyperaktiv. Hyperaktiv. Ja, das Problem ist, so wissen Sie, es ist einfach so. Also, es sieht folgendermaßen, setz dich jetzt mal hin und sei mal ruhig. Ja. Also, es ist folgendermaßen. Das Problem ist, wenn ich nämlich hingehe und zu den Leuten gehe und mit denen rede und sie etwas frage, dann sagen die, nein, lassen Sie mich in Ruhe, was soll das? Aber nein, ich muss hier hingehen, nein, mit denen direkt reden. Das Problem ist, ich höre mir denen dann hinterher. Aber so, das nützt so überhaupt nicht. So geht das nicht. Bitte nehmen Sie auf dieser Couch. Ich nehme die Couch, den Platz soll ich nehmen. Nein, nicht nehmen. Nee, zerstören Sie nicht diese Couch, bitte nicht. Gib doch. Jetzt bist du verliebt. Verliebt? Du bist verliebt. Bitte, nehmen Sie. Aber wenn ich dann dem potenziellen Wähler das Parteiprogramm überreiche, dann spüre ich dieses Kribbeln. Erzählen Sie es einfach. Sie heißt Sarah. Sarah Wagenknecht. Erzählen Sie es ihr. Mit den Worten. Passen Sie auf, ich spiele einfach Sarah Wagenknecht. Hey, hallo, du bist doch eigentlich ein ganz netter. Ja. Hast du Lust, Kommunist zu werden? Du bist zwanghaft. Was sagt Ihnen denn das? Denken Sie nach. Was könnte uns das sagen? Na? Ich weiß, was es ist, aber ich sag Schmetterling. Sagen Sie es ganz offen, was Sie dabei denken. Sagen Sie es offen. Verwelktes Blatt. Verwelktes Blatt. Ich glaube nicht, dass Sie verwelktes Blatt gefühlt haben. Sie sind nicht der Größe nach sortiert. Wieso machen Sie sowas? Sie wollen mich fertig Was machen. Ist da drauf, mein junger Freund? Wieso schreiben Sie mit weißer Schrift? Du bist wahnsinnig. Was? Ganz normal wahnsinnig. Wie immer, Bernhard. Ich denke ein anderes Gefühl, was ich nicht habe. Okay. Legen Sie das Buch wieder hin. Wieso? Darf ich dieses Buch nicht haben? Haben Sie Angst, dass da etwas drinsteht, was ich nicht wissen darf? Ich habe das Gefühl, Sie könnten irgendetwas gar nicht verstehen. Passen Sie auf!
Wir werden verfolgt. Von wem werden wir verfolgt? Vom Untergang. Wer ist Untergang? Ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Der Untergang heißt 5% Hürde mit Vorname. Jetzt legen Sie sich verdammt noch mal hin. Nein. Nein, doch nicht. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht bewegen. Ich verstehe das.